Funktion als Landeshauptmann-Stellvertreterin heute hier in Waldhofen zu Gast sein darf, in einer der wohl schönsten Städte Österreichs. Eine Stadt, die meines Erachtens am richtigen Weg ist. Mein Schwerpunkt in der politischen Arbeit sind die Städte und Gemeinden. Ich möchte mich auf das konzentrieren, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und das sind eben unsere Gemeinden und Städte. Und das gilt es letztendlich auch zu stärken. Wenn man sich da umschaut in Waldhofen, dann kann man sagen, eine Vorzeigestadt, vor allem auch ein Leuchtturm in dem ganzen Potpourri an Gemeinden und Städten, wo ich nur herzlich gratulieren kann. Erwin Bröll hat immer die Regionen sehr betont in der EU. Jetzt ist aber die Veränderung gerade in der EU sehr stark im Gange. Was sagen Sie eigentlich für die Zukunft? Was halten Sie von diesem Regionaldenken? Ja, die Regionen werden in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt, regionales Denken wird immer wichtiger werden und wir in Niederösterreich sind hier am richtigen Weg. Jetzt ist es so, dass das Thema Finanzausgleich natürlich immer ein sehr großes ist. Sie kennen jetzt beide Seiten sozusagen. Sie kommen vom Bund wieder in das Land Niederösterreich. Was ist Ihre Meinung dazu und wo könnte man wirklich konkret ansetzen, um zum Beispiel Gemeinden wie Waldhofen auch zu helfen? Schauen Sie, ich war immer eine Föderalistin und jetzt aufgrund meiner 5 Jahre auf Bundesebene bin ich noch mehr überzeugte Föderalistin, weil ich fest davon überzeugt bin, dass gewisse Verantwortung besser auf regionaler, auf Landesebene aufgehoben ist. Und das leben wir auch hier. Das sieht man allein bei den Förderungen, zum Beispiel im Unternehmensbereich, wo die Verwaltung einer Förderung wesentlich teurer ist auf Bundesebene im Vergleich zur Landesebene. Das heißt, 100 Euro an Förderung verursachen auf Bundesebene etwa 15 Euro Verwaltungskosten, auf Landesebene maximal 4 Euro Verwaltungskosten. Hier sieht man den Unterschied. Abschließend die Frage, wir sind heute in Waldhofen an der Ybbs. Sie haben betont, dass hier sehr viel los ist, sehr viel Wohnbau etc. auch passiert. Aber wie ist Ihre Meinung und Ihre Sicht, was das Hinterland betrifft? Die Abwanderung ist auch in Niederösterreich ein großes Thema. Ja, umso wichtiger ist, dass Waldhofen gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden Konzepte schnürt und vor allem Ressourcen sorgsam einsetzt. Und da sind wir im Wohnbereich hier in der Region gut unterwegs.